auf nach Twisterland, hier in Mario & Luigi Brothership. Und die Landung lief ein bisschen besser als letztes Mal. Hey, Luigi ist nicht im Sand stecken geblieben. Das ist ein Fortschritt. So, wir suchen hier nach Hamarias Kindern. Hier am Twisterland ist eine von denen. Fabrizia hieß sie, glaube ich. Sie kann einen Hammer herstellen für uns, was natürlich sehr vom Vorteil wäre, wenn wir endlich wieder einen Hammer hätten. Das wäre der Hammer. Wir sind hier auf Twisterland. Seit hier kommen jede Menge Touristen zu uns. Die Hauptattraktion ist ganz sicher der Twisterbaum. Das könnt ihr glauben. Außerdem gibt es noch Monumente, die bis auf Conductorius zu führen sind. Es ist mir eine Ehre, euch zu begrüßen. Ach, wenn nur der Twisterbaum nicht... Nicht was? Was ist denn mit dem Twisterbaum? Eine Nuss. Nüsse sind scheinbar sehr teuer. Also gut, dass wir einfach so eine finden können. Die Heimat süß, ihr bleibt doch so fern. Ich möchte zurück, ich wäre doch zu gern. Die hören wir von da unten? Wir wollen es zurück, so wie es einst war. Doch ist's wohl Vergangenheit für immer da. Ich fühlte deine Gedanken, als wären es die meinen. Aber die Verbindung ist gekappt, es kann uns nicht mehr einen. Was macht sie denn da oben? Grässliche Stimme, oh. Oha, ich fand's nett. Hast du mein Versehen gelauscht und bist deshalb herbeigerauscht? Naja, also wir sind da gewissermaßen schon jemandem auf den Fersen. Wenn ich mir dich so anschaue, kann es sein, dass du mit Hamaria verwandt bist? Woher kennst du meine mutigen Namen? Dieses Schwein fällt aus dem Rahmen. Wer bist du, Grunhilda? Ich bin außerdem kein Schwein! Aber ich sehe mal darüber hinweg. Hey, Jungs! Das ist also Hamarias Tochter. Sie hat gesagt, sie macht uns Hämmer, sobald die Insel wieder angebunden ist. Das klingt doch gut. Sie muss weit oben gewesen sein, als der Baum unter ihr geschrumpft ist. Da oben ist ein Leuchtturm. Drum bleibt uns wohl nur noch eine Sache übrig. Wir müssen dem Baum zu alter Größe verhelfen, wenn wir die Insel wieder anbinden wollen. Aha, wie machen wir das? Finden wir es raus. Ich stehe allein. Alle sind von dannen. Doch so habe ich etwas Zeit zum Entspannen. Dann entspann du mal. Für weitere 5 Jahre. Während wir uns hier ein wenig umschauen. Das sieht schön aus. Das hat was. Hä? Was ist hier los? Sollten wir lieber gehen? Ja, voll öde hier. Lass uns abhauen. Was geht denn da ab? Ist jemand verletzt? Das ist jetzt nicht cool, yo! Ja, aber was soll ich machen? Die Fans sind alle weg. Du sollst auch gehen. Roof King, Diodelfe. Ich fürchte, das war's. Aber ich habe den Leuten noch nicht gegeben, wofür sie hier sind. Man, Groove, yo! Wenn ich nur mein Haarwachs hätte, dann könnte ich losgrooven, yo! Na los, Groove King, Diodelfe, gehen wir! Davon will ich nichts hören, Strawly! Meine Moves grooven, yo! Oh yeah, wir brauchen dieses Haarwachs, aber pronto! Puh, hier hat früher mal der Bär gesteppt, aber jetzt hält er Winterschlaf und schnarcht! Früher haben wir uns hier auf dem Platz versammelt und uns die Tollen gewachst. Und dann wurde getanzt bis zum Sonnenaufgang. Okay, die gehen mal Party ab, willst du sagen, ja? Nimm mal diese anderen Sprachen. Aber jetzt, da der Twisterbaum verdorrt ist, hat sich's was mit Tanzen. So viel zum Groove King. Und wir dachten, sein Groove könnte dem Twisterbaum wieder ein neues Leben geben. Ohne Haarwachs findet meine Seele keinen Rhythmus. Vielleicht wurde der Baum nie durch Tanzen gestärkt und wir haben uns das eingebildet. Glaub auch. Können wir jetzt nach Hause? Wohnt hier nicht? Ein Baum, der durch Tanzen gestärkt wird? Da ist wohl der sogenannte Groove King gefragt. Halte durch, Groove King. Hm? Hey, Moment. Geht nicht weg. Hä? Was denn? Tut mir leid, euch damit zu belästigen. Schließlich kennen wir uns ja gar nicht. Aber es ist unmöglich, Schnurrbärte ohne Haarwachs so hinzubekommen, oder? Ihr müsst mir etwas von eurem Haarwachs abgeben, unbedingt! Nein, Mann, das ist alles natürlich! Bist du immer so aufdringlich? Das ist ein Notfall, keine Zeitmöglichkeiten, aber natürlich benutzt ihr Haarwachs, Bartwachs, kein Haarwachs. Bartwachs, ja,
zwei verschiedene Wörter. Ein Versuch Wasser wert. Ja, hast du verstanden. Ah, man sieht's ja, die Tonne vom Groove King ist direkt vor der Show einfach abgeklappt. Ja. So ein Haar klippt durch den Boden, ich seh's. Aber ohne perfekt gewachste Tonne kriegt der Groove King keinen Schritt getanzt. Hier auf der Insel gibt's zwar einen Laden, der Haarwachs verkauft, aber da draußen tummeln sich einfach viel zu viele Monster herum. Tja, was nun? Habt ihr das gehört, Freunde? Monster! Das ist doch perfekt für uns. Geht's ihm gut? Sieht fast so aus, als würde er weinen. Warum fängt die Show nicht an? Geht's dem tollen Prinz nicht gut? Scheinbar nicht. Da ist jemand den Twisterbaum hochgestiegen und kommt nicht mehr runter. Der jungen Frau scheint allerdings egal zu sein. Die trällert sich einfach ein Liedchen. Wisst ihr überhaupt, wer da auf der Bühne steht? Das ist der Groove King, die Odelfe. Er ist extra aus dem Sturm Hatzifik bis zu uns gekommen, um hier aufzutreten. Ein wenig komisch ist er schon, aber seinen sogenannten Groove hat er echt gut drauf. Ja, sagt ihr das so? Das ist eine Statue von Conductorius, der angeblich über Connectania wacht. Ehrlich gesagt sieht das für mich nur wie ein beliebiger Felsen aus. Zum Beispiel habe ich null Ahnung, wo das Gesicht sein soll. Das hier? Ehrlich? Conductorius im Schatten der Geschichten. Geschichte oder Geschichten? Dieser Fels ist landläufig als Selbstporträt von Connectanias Hüter, Conductorius, bekannt. Er verblüfft, dass ein solches Werk von jener mysteriösen Persönlichkeit selbst stammen soll. Ähnlich verblüffend sind die eigensinnige Ästhetik und nachlässige Ausführung. Okay. Wollt ihr an der Hammer-Rallye teilnehmen? Das geht aber nur mit eigenem Hammer. Dafür gibt's einen saftigen Preis, falls ihr den Highscore knackt. Wenn ihr lustig seid, könnt ihr aber auch einfach so drauf loshämmern, zum Spaß. Wir haben keinen Hammer. Hammer Rally, Höchstpunkt 0. Ja, leider, noch. Wir sind schon ganz lange hier auf der Insel, das ist toll. Mein Papi ist da und darum wird mir auch gar nicht langweilig. Ich kam mit meinem Kindchen hierher, aber jetzt kommen wir nicht mehr von hier fort. Aber eigentlich ist das gar nicht schlimm, solange es nur dem Kind gut geht. Ach, wie nett. Und bei dir? Ja, willkommen. Wieso werfen wir nicht mal einen Blick auf unser Angebot, von der Show losgeht? Ja, nur das gleiche wie immer. Schade, nichts Neues. Ihr sucht Haarwachs? Dann probiert am besten mal mit Max Lock Wachs. Lux Maxing? Oh mein Gott. Irgendwo im Wald gibt's das in einem Laden. Schau einfach vorbei. Wir müssen den Lux Maxing Wachs holen? Oh nein. Der Groove King irgendwie scheint auch heute neben der Spur zu sein. Seine Tolle sitzt überhaupt nicht toll. Aber warum nicht? Weiß es nicht. Ich werde ja warten, bis der Groove King wieder in Form ist. Treue Fans. Wir warten hier, bis wir alt werden. Luke Maxing Wachs, leider ausverkauft. Dieses tolle Produkt war der Bestseller hier im Laden, aber seit einiger Zeit liefert Twister, die Herstellerin, keinen Nachschub mehr. Ah, die twistert wohl. Herzlich willkommen, geehrte Besucher. Ich bin der offizielle Reiseleiter auf dieser Insel. Das hat seinen Grund, denn ich weiß mehr über diesen Ort als über meine eigene Frau. Dürfte ich euch Twisterland ein wenig vorstellen? Ja? Also dann, die Führung beginnt. Selbst in der einzigartigen Forstsee sticht dieser Ort durch seine Besonderheiten heraus. Im Süden gibt es einen Versammlungsplatz und im Norden einen großen Wald. Auf Schritt und Tritt begegnen einem uralte und mysteriöse Dinge. Zum Beispiel... Das war der Sturm. Der Twisterbaum, eine botanische Rarität, deren Hauptmerkmal der gewundene Wuchs ist. Früher war er bei Besuchern sehr beliebt, da sie über ihn zum Leuchtturm gelangten. Leider verkümmerte er urplötzlich, vermutlich bedingt durch den Zerfall unserer Welt. Wir können von Glück reden, dass er weiterhin auf Gesang und Tanz zu reagieren scheint. Keiner weiß, was dahinter steckt, aber vielleicht, wenn der Impuls nur stark genug wäre. Okay, machen wir weiter. Fantastisch, dann will ich euch mal die Monumente hier ein wenig näher bringen. Ohne diese Monumente wäre die Insel nicht das, was ihr heutzutage vor euch seht. Sie sind auf Conductorius, den Hüter Connectanias, zurückzuführen. Und doch, Pferde, was war Conductorius? Warum gerade hier und wieso überhaupt? So viele Fragen. Soll ich die Führung fortsetzen? Ja? Fantastisch. Dann mal die Bühne.
Also, wenn hier mal was abgehen würde. Angesichts unserer Beliebtheit als Touristenziel wurde beschlossen, hier eine Bühne zu bauen. Heute sollte eigentlich der Groove King auf seiner Tour bei uns Halt machen, doch leider ist er unpässlich, da seine Tolle einfach nicht so richtig sitzen mag. Sein Auftritt wird sich also verzögern, auch wenn der Grund etwas seltsam anmuten mag. Doch sollten wir nicht Künstler uns mitnichten anmachen, diese Entscheidung zu hinterfragen. Mhm. Kommen wir nun auf das unmittelbare Umfeld unseres Versammlungsplatzes zu sprechen. Der Wald. Es kann durchaus als gartenbaulich völlig unberührte Wildnis bezeichnet werden, aber treiben hier Monster ihr Unwesen, die jeglichen Erholungsfaktor im Keim ersticken? Nicht, dass jemand angesichts des Ungeziefers auf die Idee käme, sich dort zu erholen. Oh, ach ja, am Rande des Waldes gibt es einen Haarwachsladen. Die Leute sind ganz verrückt nach dem dort produzierten Luxmaxing. Die Inhaberin des Ladens ist Twister, die für ihre Abneigung gegen Ungeziefer bekannt ist und für ihre TikToks. Falls es euch in die Nähe verschlägt, solltet ihr beim Haarwachs unbedingt zuschlagen. Ich betrachte diese Führung über die Insights bei der Bestimmung. Mir ging es gar nicht gut, weil ich seit Tagen keine Besucher mehr empfangen hatte. Darum möchte ich euch gerne danken, dass ihr an meiner Führung teilgenommen habt. Ach, kein Problem, Kollege. Nichts der Rede wert. Sondern hier, noch was? Konduktorius im Schatten der Geschichten. Einst soll Konduktorius der Hüter Konektanias diesen Fels als Sitzplatz genutzt haben. Fast könnte man meinen, sein stattlicher Körper habe Spuren im Gestein hinterlassen. Haben wir dieses historische Zeugnis etwa einer Ruhepause Konduktorius zu verdanken? Wie bitte? Ich habe kein Wort verstanden. Aber ein One-Up gefunden. Nett. Besser als nichts. Und hier ist ein Itemladen. Was habt ihr denn so? Außer polygonische Pilze. Das gleiche. Okay, das gleiche wie immer. Noch findet man nichts Neues. Vermutlich müssen wir erstmal im Spiel weiterkommen. Also gehen wir in den Wald. Er lässt sogar durch. Wie nett. Hey! Ein feuriges Wildschwein! Unser erstes Schwein auf unserem Abenteuer. Habe ich recht, Freunde? Hey, was zum. Oh! Geht auf beide! Oh oh, und dann wird er sauer, wenn er low ist. Ah, geht nur auf beide, wenn das eine mal nicht geklappt hat. Ich habe immer erstmal auf den wütenden. Das macht er vermutlich mehr Schaden. Das wollen wir nicht. Oder was ist das für ein Ding? Ein Wütschwein. Aber es ist ein Schwein. Oh, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Mies. Hä? Wow! Ah, da kommt zweimal! Oh, ich bin ausgewichen. Haha! Was willst du jetzt? Oh, das war nicht gut. Schlecht getimt, viel zu früh gedrückt. Oh Mann. Das muss geprobt werden. Wow, da droppt da nicht mal was. Nicht mal Münzen oder irgendwas. Ich weiß immer noch nicht, ob Luigi noch eine Hitbox hat. Ich vermute aber mal nein. Brrrt. Oh. Okay, er macht das 5-mal und dann. Und der schneller. Der macht 6-mal. Mist, ich krieg das gar nicht hin. Hier muss ich noch mehr üben. Okay, er lebt noch. Ja komm, schalten wir lieber auch schnell. Besser ist. Sonst kann das auch wirklich Ärger machen. Und jetzt. Bam. Ein schwacher Treffer. Aber der hat gesessen. Oh yeah. Und nein, keine Sorge, wir werden jetzt nicht gegen jeden einzelnen Gegner kämpfen. Am Anfang vielleicht ein bisschen alles ausleeren, was so an Erfahrungspunkten wissen geht, dann auszulernen ist. Aber, ne, alles ist vielleicht ein bisschen Overkill. Aber wie sieht es bei dir aus? Ich war spazieren, da tauchten auf einmal all diese Monster auf und ich kam nicht mehr heim. Aber jetzt könnte ich es womöglich wieder zurück zum Versammlungsplatz schaffen. Falls ihr weitergeht, seid auf der Hut. Außer Monstern gibt es ja auch jede Menge Gewürm. Gewürm? Komm mal da rüber. Überspringen geht ja scheinbar nicht. Hm. Schauen wir uns mal um. Vielleicht finden wir eine Lösung. Ich finde auf jeden Fall ziemlich viel Geld.
Weiß ich, ob das gut ist, aufzusparen. Oh, hier ist ein... Was auch immer das ist. Ein Gegner. Habe ich ihn getroffen? Habe ich? Nee. Okay. Was zum... Wow. Was denn jetzt? Okay. Er täuscht ein bisschen an. Mit seinen Krümelmonster-Augen. Okay. Die sind ein bisschen komplex. Power Flower. Flower Power, Mann. Oh, das hast du sogar noch besessen. Cool. Dann machen wir ihn fertig. Aber eine Gefahr weniger. Schön. Okay. Immer erst beim zweiten Mal. Ah, oh mein Gott, wie viel Schaden machen die? Oh. Oh. Pilz. Um. In einem Bissen. Lecker. Voll geheilt. So wie es sich gehört. Okay. Wow, das war wieder anders. Der macht immer so ein bisschen anders seine Attacke. Ist nie gleich. Müssen wir uns vorschützen. Da müssen wir aufpassen. Aber wir haben ihn nochmal besiegen können. Der erste Pilz! Gegen Flutschen. Wenn wir einen Hammer hätten, könnten wir diese Steine kaputt hämmern, vermutlich. Oh, ja, okay. Einer von denen musste mal jetzt rankommen als Kampf. Zum Glück der schwierigere Gegner. Oh mein Gott, das ist wirklich ein schwerer Gegner. Hier geht's richtig ab. Huh? Jetzt. Okay. War nicht verkehrt. Na, ja, getroffen. Okay, krass. War nett vom Spiel. Das hatte ich nämlich nicht gelten lassen. Beide böse? Ne, nur eine. Okay, geh auf den Bösen. Ich glaube, der Böse macht nicht mehr Schaden, sondern ist einfach nur schneller in seinem Angriff. Was natürlich dann wiederum schwerer macht. Also. Vermutlich. Jetzt. Okay. Vom zweiten Raum. Hab ich jetzt mal gemacht und das war richtig. Weiß nicht, ob es immer so richtig ist, aber könnte ja sein. Ich weiß auf jeden Fall, was nicht nur sein kann, sondern auch ist, dass wir jetzt ein Level-Up erreichen. Oh, Kombisprung-Experte geschafft. Okay, was heißt das? Kriegen wir nur als Geschenk. Hey. Herausforderung. Erfüllt zum Kampf bestimmte Bedingungen, erscheint auf dem Bildschirm geschafft. Und du erhältst dafür eine Auszeichnung sowie jede Menge Belohnungen. Im Menü kannst du unter Logbuch die verschiedenen Auszeichnungen einsehen und dich über die jeweiligen Bedingungen und Belohnungen informieren. Okay, ich habe 30 mehr Exzellenz geschafft und dafür jetzt 2 Nüsse bekommen. Okay, müssen wir die alle machen? Ich weiß es noch nicht. Aber zumindest Level Up. Und man kann skippen. Ja, ist glaube ich für den Anfang ganz gut, das zu skippen, weil man kann eh nichts beeinflussen und es ist immer alles gleich. Komm. Man sieht ja auch, was sich ändert. Erst sobald wir einen neuen Rang bekommen, wird es interessant. Da wird das spannend. Wow! Und ja, ich glaube wirklich, dass Luigi keine eigene Hitbox hat für die Gegner. Was gut ist, schätze ich. Wir haben eine Map, ne? Genau, wir haben eine Map. Im rechten kann ich mich hier rumbewegen. Was ist denn da los? Ach, die, warte mal, die Map zeigt dir sofort an, wo diese Lichter sind? Ist doch voll einfach. Ich brauch mal keinen Guide. okay, wir müssen hier außen rum. Und nach da drüben, vermutlich. Machen wir das. Was ist denn jetzt? Ja, geht's hier! Geht hier? Ist knapp. Nein, 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 nein! Wagt es ja nicht! Was, diese Würmer? Ehrlich? Komm mir bloß nicht zu nah! Boah, kann die schreien, weg hier! Mein Glück, sie sind weg! Ich hatte solche Angst, ich musste sogar so raufklettern! Und jetzt ist ein riesiges rotes und grünes Getier! Bleibt mir denn nichts erspart! Macht von mir aus euren Krabbelkram, aber lasst mich in Ruhe! Boah, Girl, entspann dich mal, wir sind's nur! Husch, husch, geht weg von euch! Ihr rotes und grünes Getier, kein Schritt mehr! Chill mal! Ich hab nichts getan!
Hier muss es einen besonderen Ort geben, der was mit dem Konduktorius zu tun hat. Na, ich sehe nur Ungeziefer. Keine Ahnung, wo besagter Ort sein soll. Okay, können wir die besiegen? Wie der mich anguckt. Bro, nein, lass mich in Ruhe. Okay, sie sind nicht böse. Sie wollen einfach nur hier wohnen. Na gut. Einfach nur ihre Ruhe haben. Das können wir ihnen bieten. Ja, ja. Gucken wir uns erstmal um. Und hier ist es wieder hell. Hey Luigi! Schaff uns mal ein bisschen Geld. Ding, 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 ding. Da kommen wir hoch. Wo geht das denn hin? Ah. Sackgasse. Ich will mal anschauen. Ich glaube, das, worauf ich mich am meisten freue auf dieses Spiel, ist wirklich die Erkundung. Ich glaube, das wird das Highlight. Das Kämpfen ist... Ist es okay. Aber bisher war es halt noch nicht sehr spannend. Oh, danke, Spiel. Sehr nett, dass du mir sofort zeigst, wo was ist. Was hast du für ein Geräusch? Irgendwas hat gleich geklingelt. Drei Tipps für die Lux-Maxing-Wachserstellung. Erstens, Schmodderwurm-Waldfrüchte verarbeiten. Zweitens, gut kneten, dabei nicht an Gewürm denken. Drittens, nochmal kneten, an Tipp 1 und 2 denken. Aha. Könntest du zumindest schon mal eine Abkürzung schaffen. Sehr schön. Die führt uns zurück zum Dorfplatz. Perfekt. Und schau mal hier. Ein von diesen Viechern, die wir sammeln sollen. Und drei sogar auf einmal. Na dann, wenn das so ist. Habe ich dich. Habe ich dich. Habe ich dich. Schön. Ja, man kann auch Luigi benutzen, aber ich glaube, erst für die späteren wird das wichtig, weil die waren ja noch einfach. Zukünftiger Standort einer Touristenattraktion. Ah, haben die schon reserviert, damit die Würmer es bloß nicht klauen. Na gut, dann schauen wir einfach mal später wieder vorbei, wenn ihr auch mal die Sau abgeht. Im Moment ist hier gar nichts. Also gehen wir mal weiter. Schauen uns etwas um. Speichern, lassen einen Like da. Oh, hier sind mehr von denen. Oh, das wird jetzt ein bisschen schwieriger, die zu sammeln. Obwohl. Uno, dos, tres. Wartung gibt's am nächsten Mal. Yeah! Komm, Luigi, beeil dich! Was wartet sogar? Plattform wartet sogar auf uns. Juhu! Okay, unten sind nur Gegner. Oh, schnell! Münzen, 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 Münzen! Yeah! Ich weiß, ob unter uns noch was ist. Hoffentlich habe ich nichts. Übersehen. Und wenn doch, dann. Ja, dann habe ich ja Pech gehabt. Brock! Ekliges Getier! Oh, bei näherer Betrachtung seid ihr gar kein Getier, sondern richtige Gentlemen. Mit fabulösen Schnurrbärten. Was wird euch denn hierher? Die Frage ist eher, was du hier machst, Madame. Ich habe auch einen Namen, und zwar Twister. Aber was ist das nochmal? Getier, sprechendes Getier? Ich bin kein Getier, bevor du was sagst. Nein, auch kein Schwein. Alles klar, ich mein Twister. Manieren, das ist einem graust. Dabei will ich doch nur Material für mein Haarwachs. Aha, du stellst das als Haarwachs her. Oh, Verzeihung. Wollt ihr schnauzbärtigen Gentleman etwas von meinem Haarwachs? Es ist auch für Bärte problemlos anwendbar. Aber nur, wenn ihr einen besonders festen und glänzenden Schnurrbart wollt. Verstehe. Klar, immer her damit. Ich würde euch kein Haarwachs geben, aber dafür müsste ich zu meinem Laden. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich von hier oben hinunterkomme. Aber springen? Oh, ihr wollt mich tragen? Nein, aber wir können das auch tun. Ich muss zugeben, ich sehe keinen Weg, hier ohne Hilfe hinunterzukommen. Also werde ich euch gestatten, mir zu helfen. Oh, seid aber Angst vor den Würmern, oder? Aber unter einer Bedingung. Bleibt mir nur weg von irgendwelchem Getier. Sonst renne ich wieder nach oben hin. Seid ihr sicher, dass ihr es schafft? Wollen wir vielleicht erstmal trainieren? Was für trainieren, Mann. Los geht's. Ich habe das Gefühl, dass ihr Gentleman nicht besonders geübt im Tragen seid. Besonders, sobald es etwas uneben wird. Soll ich euch lieber zeigen, wie es funktioniert? Meinetwegen.
Bitte von X könnt ihr Objekte zum jeweils anderen Gentleman werfen. Probiert es mal. So langsam habt ihr es raus. Macht weiter für meine zweibärtigen Gentlemen. Dann schaffen wir es Sprung für Sprung bis nach ganz oben. Werft jetzt das Objekt immer hin und her und springt nach jedem Wurf ein Stück weiter hoch. Also willst du mir sagen, wir können nicht unten lang, weil da Würmer sind. Ja, okay, wir sind fertig. Los geht's, gebt euer Bestes. Ja, ja, das haben wir gerade verstanden. Stopp! Ich spüre etwas Widerwärtiges in der Nähe. Auf keinen Fall! Völlig außer Frage! Unter keinen Umständen gehe ich dort entlang! Seid so gut und findet bitte einen anderen Weg! Meine Güte! Diese Frau nervt! Und das ist aber nicht schlimm, oder? Dieses Getier zu fangen? Ich hoffe mal nicht! Oh, haben wir alle bekommen? Map? Stopp schon! Ja, da müssen wir hin! Dann ab geht die Post. Ich muss bei diesen Pflanzen hier dran denken, wie ich ja mit so einem Flugpigment die rausziehen kann. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, aber ja. Hier immer den Viechern aus dem Weg gehen. Was soll das werden, meine Gentlemen? Hm? Hier seid ihr falsch, bitte umdrehen. Okay, sorry, Madame. Damn, Madame. Oh, 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 aufpassen, aufgepasst, aufgepasst, nicht berühren, nicht berühren, nicht berühren, hoch da. Okay, ich trag sie. Muss das werden? Falsche Richtung, ihr Idioten. Hab's ja verstanden. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Okay. Huh. Was eine Geburt, Mann. Aber wir sind da. Bitteschön. Drin! Tausend Dank! Was für zuverlässige, attraktive und schnauzbärtige Gentlemen ihr doch seid! Ihr habt mich wohlbehalten zu meinem Laden gebracht. Kein Ding. Dafür gebe ich euch wie versprochen etwas von meinem Luxmaxing Wachs. I got it! Ja, wir haben das Max Look Wachs! Danke, Luigi. Je mehr Leute es verwenden, desto besser. Warum gönnt ihr euch nicht auch ein bisschen? Sollen wir, Luigi? Hä? Nein, Mann, Mario. Das ist nur für die, du weißt schon. Ja, nicht für uns, ich weiß. Na gut, kehren wir wieder zurück. Und nun? Ach, hier sind wir. Ah. Ah, für ihn, stimmt. Ich hab legit wieder vergessen, wie wir es brauchten. Oh Mann. Hey, ich hab's. Ist das etwa Haarwuchs? Groovy! Haarwachs. Haarwachs für den Haarwuchs. Groove King, hier! Oh. Oh mein Gott, das ist Elvis! Yippie, ich bin ein großer Fan! Groove King, da hast du den Groove zurück! So sieht's mal aus, ja, Zeit zum Grooven! Naja, zumindest halbwegs ist dein Groove wieder da! Gib mir einen Beat, damit ich grooven kann! Okay, achso, wir machen schon. Wo ist der Beat? Ja, klatschen wir mal, wir wollen freundlich sein. Super, los geht's! Da kommen die Fans wieder. Wuhu! Hey, Bartbrüder! Bart Brothers, ja? Danke für das Haarwachs, Jungs! Ich hab schon von weitem gewittert hier. Ihr zwei könnt tanzen, oder? Ich zeig euch den einfachen Groove. Ich helf dir, Groove King. Ah, nennen wir jetzt einen Bro-Move? Aha. Stehe. Oh! Ich hab's nicht verstanden. Der Paar-Tango. Drück im richtigen Moment im Rhythmus A, B, X, Y, um Mario und Luigi den Paar-Tango ausführen zu lassen. Achte auf die Kreise und drücke die Knöpfe im richtigen Moment, um ein paar richtig coole Moves hinzulegen. Okay. Macht so wie ich, yo. Zeig mir, was ihr drauf habt. Okay,
kicheln, kicheln. Oh Gott, okay, okay. Komm, ich kann doch Rhythmusspiele. Boah, das ist schnell. Wir haben es geschafft, das war's schon? Da habe ich mir Sorgen gemacht, das war ja easy. Nur diese 6 Melodien, Noten. Eine kleine Melodie. Hä? Oh, dem Baum hat das wirklich sehr gefallen. Wow! Das ging ja einfach. Sind wir dann schon fertig mit dieser Insel? Wow, das ging wirklich schnell. Aber okay, es gibt sehr viele kleine Inseln auf diesem riesigen Teil des Gebiets. Und checkt das mal ab! Euer Groove hat den Twisterbaum wild wachsen lassen, yo! Das war eine krasse Geschichte mit euch. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder, yo! Strahli, bist du bereit, da weiter zu grooven, wo wir aufgehört haben? Aber klar, Groove King Diodelfe, ich folge deinem Groove. Wir tanzen bis zum Umfall. Ja, das werde ich jetzt auch tun. Und deshalb sehen wir uns erst in der nächsten Folge wieder bei Mario und Luigi Brothership. Mit ihrem Brotherhood. Wir sind in der Hood. Im Ship. Wuhu.